Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Kurzmeldungen. Seit dem Start der Aktion NÖ Schwimmkids sind bereits über 3000 Registrierungen für die kostenlosen Schwimmkurse eingegangen. Bis dato konnten aber erst 700 Plätze an 10 Standorten fixiert werden. Aufgrund des großen Andrangs will das Land nun alles daran setzen, das Kursangebot so schnell wie möglich auszuweiten. Beim Festival Tangente St. Pölten wird die Linzer Straße eine zentrale Rolle spielen. Neben einem Festivalzentrum im Lübbenhof soll auch der öffentliche Straßenraum künstlerisch genutzt werden. Daher wird die Linzer Straße ab 8. April zeitlich begrenzt zur Fußgängerzone erklärt. Davon ausgenommen sind nur die Lupfbusse. Die Zufahrt zur Schneckgasse ist weiter wie bisher möglich. Die Stadt Krems unterstützt Haushalte mit niedrigem Einkommen heuer erstmals mit einem Energiekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro. Antragsberechtigt sind alle Bürger, die einen Haushalt führen, seit mindestens 2 Jahren den Hauptwohnsitz in der Stadt haben und die Voraussetzungen für den Heizkostenzuschuss des Landes erfüllen. Die Beantragung ist ab 2. Mai beim Sozialamt der Stadt möglich. Die Sommerspiele im Arkadenhof von Schloss Sitzenberg sind seit 20 Jahren fixer Bestandteil des Theaterfestes Niederösterreich. Vor kurzem hat das Land auch für die nächsten 3 Jahre eine Förderung von insgesamt 170.000 Euro bewilligt. Das Festival Klassik Klang Berndorf wird im gleichen Zeitraum mit 120.000 Euro gefördert. Seit dem Jahr 1973 veranstaltet der Verein Aktion Osterhase mit Sitz in St. Pölten alljährlich eine Spendenaktion für Kinder. Heuer konnten in Kooperation mit Betrieben, Vereinen und Privatpersonen über 17.000 Euro gesammelt werden. Mit dem Geld werden begabte, behinderte und gefährdete Kinder unterstützt. Weiter geht es unter anderem mit diesem Thema. Wir haben die Ausstellung Spuren im Landhaus in St. Pölten besucht. Bleiben Sie dran!